Mein Name ist Aljoscha Höhn, ich bin Ihr Rasenreporter und ich bin heute in Wiesbaden bei einem Adam-Nominierten und nicht irgendeinen, nein, ich bin bei Brandscape. Und Brandscape ist für die Opel Adam-Premiere in Paris nominiert und bei mir ist jetzt der Geschäftsführer Marisch Eher. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu der Nominierung, aber ich möchte jetzt erstmal vorher von dir wissen, was bedeutet denn so ein Apfel für eine Agentur? Also erstmal willkommen und danke für die Gratulation, wir freuen uns auch sehr. Ich glaube, es gibt mehrere Ebenen. Also das erste ist, es ist eine Wertschätzung der Branche. Ich denke, das ist was Besonderes, bei so vielen Einreichungen von Kollegen aus der Branche überhaupt nominiert zu werden, die halt schon auch alle viel Erfahrung haben. Jetzt die große Frage noch an dich, 7. November, da kommt die gesamte Branche zum Adam und Eva Award in Leipzig zusammen. Wie ist das so für dich? Du kennst natürlich auch die Branche. Ist das so ein großes Familientreffen oder wie fühlt sich das dann für dich an? Ja, ich bin ja tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre in der Branche unterwegs und man kennt viele. Und das ist in der Tat ein Familientreffen. Ich konnte nicht immer bei jedem dabei sein, weil wir auch teilweise Projekte hatten. Ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die umsetzende Agentur, die hat da, wenn ich das richtig verstanden habe, einige wilde Sachen vor. Insofern bin ich natürlich über die Inszenierung gespannt und ich freue mich aber auch wirklich außerhalb Award und Nominierung einfach Leute wiedersehen, Zeit haben und alles, was dazugehört. Vielleicht auch ein bisschen feiern. Aber nur ein ganz klein bisschen. Ein kleines bisschen, Aljoscha, nur wir beide. Gut, ich möchte noch ein bisschen was erfahren über das Projekt und da ist jetzt mein Ansprechpartner wer? Der Christoph Bretsch, der war für das Gesamtprojekt zuständig. Und zu dem gehe ich jetzt. Wir sind jetzt hier im Atelier von Brandscape und Christoph, meine Frage an dich ist, was war denn das Besondere bei der Adam-Weltpremiere? Ja, das absolut Besondere war, dass wir noch niemals so frei an die Planung eines Messestandes gehen konnten. Der Stand stand ja einzig und allein im Zeichen des Adam und wir konnten somit jegliche Konventionen brechen. Die normale Opel-Standarchitektur hatte keinen Bestand mehr und somit war das ein sehr, sehr freies Herangehen. Es war extrem spannend und toll, dass der Kunde so mutig war. Was habt ihr da jetzt genau gemacht bei dem Stand? Im Grunde genommen stand der Stand unter dem Motto White Canvas, also eigentlich die weiße Leinwand, die permanent andersartig bespielt wurde. Wir hatten Tape-Artisten am Stand, die jeden Tag neue Motive geschaffen haben, temporäre Kunst, die sich über die ganze Messezeit gewandelt hat und immer wieder neu wurde und somit lebte der ganze Stand. Großartig. Also meine Damen und Herren, ein Adam für einen Adam, das hat es so auch noch nie gegeben. Die Frage ist natürlich jetzt nur, welche Farbe? Bronze, Silber oder vielleicht sogar Gold. Das werden wir erfahren am 7. November. Ist man da schon aufgeregt? Ja, natürlich sind wir aufgeregt. Also wir freuen uns riesig dafür, nominiert worden zu sein. Und jetzt sind wir wahnsinnig gespannt. Sehr gut. Meine Damen und Herren, klicken Sie bitte noch rein auf www.adam-eva-award.de. Da gibt es viele weitere tolle Videos. Da sehen wir uns dann auch wieder. Und bitte auch die Facebook-Seite vom FarmUp liken. Und bis zum 7. November habe ich jetzt noch ein bisschen was zu tun, denn ich helfe jetzt Brandscape ein bisschen beim Puzzeln. Und das sieht mir nach viel Arbeit aus. Ach du Jemine, wo kommt der denn hin?